Ich begrüße Sie im Namen von e-Education bei der diesjährigen Fachtagung sehr herzlich und natürlich auch die Vortragenden Magister Markus Smole und Magister Julia Windhaber, die uns heute den Mathematikunterricht mit Eduvidual nach dem Columbo-Prinzip erläutern werden. Fragen bitte ich Sie in den Chat zu posten. Es wird nach den Ausführungen noch genügend Zeit geben, um sie zu beantworten und wünsche Ihnen nun einen interessanten Beitrag. Gut, danke schön. Einen schönen Nachmittag von unserer Seite. Ja, der Nachmittag ist schon etwas fortgeschritten. Jetzt haben wir uns gedacht, müssen wir Sie ein bisschen herausfordern und wir haben ein Rätsel vorbereitet. Finden Sie den Fehler? Es ist ein Zahlenrätsel. Allerdings, wenn Sie ihn gleich gefunden haben, super. Wenn Sie ihn nicht gleich gefunden haben, ist es halb so wild, denn die meisten finden diesen Fehler nicht, obwohl er sehr aufregend ist. Ich werde das Rätsel jetzt noch nicht lösen, sondern ich möchte eigentlich darüber reden, wie es uns mit Fehlern geht. Also wir Lehrer sind ja grundsätzlich darauf programmiert, Fehler zu finden. Und die Schüler haben, wie auch die Lehrer, große Angst, Fehler zu machen. Also die Angst ist da, die Angst ist gerade im Mathematikunterricht nicht zu übersehen, Angst, Fehler zu machen, die Angst davor, Erwartungen nicht zu erfüllen, die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst ist da vor dem Unbekannten und jetzt sind wir schon mittendrin und wir tappen im Dunkeln und da kommen wir jetzt eigentlich schon nahe an einen Krimi heran, ein Krimi im Mathematikunterricht jetzt in diesem Fall. Und da haben wir jetzt auch schon den Titel unseres Vortrags, den Mathematikunterricht nach dem Columbo-Prinzip. Da müssen wir jetzt gleich eine Selbstanzeige machen, auch wir haben da geflattert, wir haben das gestohlen. Die Idee kommt nicht von uns, sondern die Idee kommt von der Frau Magister Dr. Brabel. Die hat das dargestellt. Was ist der Unterschied zwischen dem Columbo, also zwischen der TV-Serie Columbo, ich weiß nicht, wie viel Krimi Begierige da jetzt in der Runde sind, Columbo und Tatort. Beim Columbo ist es so, muss jetzt die Antwort leider gleich persönlich geben, weil wir ja nicht uns direkt gegenüber sitzen. Beim Columbo ist es so, dass wir von Anfang an wissen, wer der Mörder ist. Das heißt, die ganze Serie über, die ganze Folge über geht es nur darum, dass wir diesen Mörder dingfest machen und ihn überführen. Beim Tatort ist es so, dass wir bis zum Schluss im dunklen Tappen bis zum Schluss nicht wissen, wer der Mörder ist, wer der Täter ist. Und so läuft es auch oft im Mathematikunterricht ab. Deswegen ist auch die Angst der Schüler sehr groß. Sie tappen im Dunkeln bis zum Tag X bei der Schularbeit. Sie wissen nicht, was will der Lehrer jetzt eigentlich tatsächlich von mir. Sie wissen es zwar ungefähr, aber Sie können es nicht genau konkret sagen. Und da geht es jetzt um das Columbo-Prinzip. Es geht darum, jetzt wirklich Klarheit zu schaffen. Denn was passiert mit der Angst? Die Angst hat Auswirkungen auf unsere Leistung. Und schon vor circa über 100 Jahren haben sich das Duo Jerks Dodson auf die Suche gemacht, den Zusammenhang zwischen Leistung und Angst zu finden und sind dann drauf gekommen, wieder erwarten. Sie dachten nämlich, je mehr Angst, umso besser ist die Leistung. Dem ist nicht so. Denn wenn wir uns die Kurve anschauen, wir haben hier auf der X-Achse die Angst eingetragen. Kleine Angst bedeutet eigentlich nur einen kleinen Erregungszustand, eine kleine Anspannung. Und je weiter wir uns da begeben, umso größer wird die Angst. Was passiert da mit der Leistung? Wenn wir wirklich kaum eine Aufregung verspüren, total gechillt, gelassen sind, so wie hier, dann ist auch die Leistung dementsprechend noch nieder. Die rote Linie symbolisiert hier die Normalleistung. Und wenn wir jetzt eine gewisse mittlere Anspannung erfahren, alle, die einen Auftritt haben oder so, die kennen das auch, alle aus dem Sport vielleicht auch, man ist fokussierter, man ist konzentrierter, und kann seine beste Leistung in diesem Bereich der mittleren Anspannung erzielen. Und je größer es dann wieder die Angst wird, je weiter es dann wieder in diesem Bereich der Angst geht,
umso mehr lähmt uns das. Wir kennen das Blackout. Die Schüler berichten immer davor, sie haben Prüfungsangst. Sie sitzen vor dem weißen Blatt und es ist alles weg. Das heißt, wir haben da einen schönen Zusammenhang zwischen Angst und Leistung. So, was ist jetzt? Was kann diese Angst hemmen? Die Angst vor dem Unbekannten, es ist so, wenn wir es schaffen, Klarheit ins Tun zu bringen, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Das heißt, wenn ich konkret weiß, was der Lehrer von mir erwartet, dann kann ich ins Tun kommen und der Schüler hat dann plötzlich das Gefühl der Selbstwirksamkeit und hat das Gefühl, ja, ich kann ja tatsächlich etwas tun, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich weiß, was ich tun kann, dann erst kann ich wirklich trainieren, üben und dieser Erfolg stellt sich dann ein, ich bin selbstbewusster, ich brauche nicht mehr so große Angst haben. Ich habe Vertrauen in das, was von mir verlangt wird, in den Lehrer auch. Und ich habe Vertrauen in mich selbst, dass ich diese Leistung auch erbringen kann, weil ich mich ja darauf vorbereiten konnte. Wir alle kennen dieses Zitat von Goethe übrigens. Erfolg hat 3 Buchstaben, tun. So, jetzt kommen die Schüler ins Tun. Jetzt gibt es noch eines. Um am Weg zu bleiben, brauchen die Schüler unbedingt laufend Feedback. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, natürlich, wir Lehrer sind da, wir geben den Schülern Feedback. Allerdings kommt dieses Feedback bei den Schülern gar nicht so sachlich an, wie wir es oft meinen, sondern wird oft sehr persönlich genommen. Die Schüler sagen, okay, der Lehrer sagt, das ist falsch, der mag mich nicht. Der hat was gegen mich und sind dann frustriert, nehmen das sehr persönlich. Gut, wir können uns eine Ebene sachlicher machen und sagen, okay, tolle Erfindung, wir nehmen das Lösungsheft zur Hand. Lösungsheft, absolut sachlich, absolut unpersönlich. Die Schüler können selbst kontrollieren und schauen, ob die Lösung richtig oder falsch ist. Und jetzt komme ich wieder zu dem Fehler von vorhin. Ich hoffe jetzt nicht, alle von Ihnen haben sofort entdeckt, finden Sie den Fehler. Er war nicht leicht zu finden, man liest da leicht drüber und genauso geht es den Schülern mit dem Lösungsheft. Sie glauben tatsächlich, die Lösung ist richtig, es steht das Gleiche da und verstehen nicht, warum das jetzt falsch ist und verstehen dann auch nicht, warum sie es nicht können. So, jetzt haben wir die menschliche Komponente, wird persönlich genommen, die sachliche ist auch nicht ganz zielführend und jetzt gibt es die dritte und jetzt sind wir mittlerweile in einem Zeitalter, wo wir die Vorteile der Technologie nutzen können. Da kommen wir dann zu Eduvidual. Denn Eduvidual vereint beides. Es sagt dem Schüler, das ist falsch oder das ist richtig und sagt wie das Lösungsheft an, wie der Weg richtig sein würde, was die richtige Lösung ist. Und da übergebe ich jetzt an meinen Kollegen. Danke. Ja. Wir haben in unserem Unterricht eigentlich sehr flächendeckend jetzt das Tool und die Lernplattform eduvidual.at im Einsatz, auch deshalb, weil wir als Mathematiklehrer die Möglichkeit haben, interaktive Übungen, genau den Kriterien, die Julia jetzt aufgezählt hat, direkt zu verwenden, weil das in einem zentralen Pool schon vorhanden ist. Unser Ziel, beziehungsweise, ja, zuerst machen wir so, das Ziel der Schüler ist üblicherweise, dass sie ihre Wunschnote bekommen. Wunschnote kann jetzt Vierer sein durchwegs, es kann aber genauso gut der Eins oder Zweier sein. Und das ist das Zweite, alle Schüler wollen echtes Wissen und Können zeigen. Sie wollen nicht unbedingt nur einfach irgendwas durchschwingen, sondern sie sind stolz darauf, wenn sie Wissen gezeigt haben und ehrlich erarbeitet haben. Mein Ziel bei der ganzen Sache ist vielleicht, dass ich den Schülern die Sicherheit gebe, dass das, was von mir geprüft werden wird und prüfen müssen, das ist ja auch kein Thema, dass das bekannt ist. Das heißt, da haben wir den Columbo wieder drinnen, sie wissen, was kommen wird und haben doch die Sicherheit. Und jetzt ist es natürlich ziemlich brutal, dass man sagt, okay, die Schüler wissen, was kommen wird. Natürlich wissen sie es nicht, sie wissen, es kommt der Übung über die lineare Funktion zum Beispiel, wo auch genau eingeschränkt ist, was in diesem Bereich da ist. Wie kann man das Ganze bewerkstelligen? Bewerkstelligen kann man das, indem man den Schülern zum Üben sinnvolle Übungsportionen gibt, wo sinnvoll definiert ist, was sie können müssen. Allerdings muss das Ganze so sein, dass die nochmalige
Übung des gleichen Inhaltes nur dann funktionieren kann oder sehr schnell funktionieren kann, wenn Sie den Inhalt verstanden haben. Und genau darauf basiert unser Pool, unser Mathematikpool in Edu-Wienerwald. Man kann wiederholende Beispiele geben, die ähnlich sind, aber nur das Verständnis führt zum schnellsten Lösungsweg. Ich werde es jetzt kurz einmal vorführen, wie ein typischer Unterricht im Kurs von uns aussieht. Also wir reden da jetzt in diesem Fall von einer HLW, die in der zweiten Klasse ist. Und ich scroll jetzt gleich einmal weiter hinunter zu den Hausübungen. Wir gehen bei den Hausübungen wirklich so vor, dass wir Hausübungen geben, die gemacht werden müssen. Wir nehmen nicht alle Hausübungen zur Beurteilung und so oder für unseren Notenvorschlag, sondern wir geben ihnen Übungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben hier Hausübungen, ich würde sagen ohne Ende, aber relativ viele, dass man die hier einfach wirklich regelmäßig üben kann. Ein ganz wesentlicher Punkt, damit das Ganze für die Schüler überschaubar bleibt und vor allem machbar bleibt, ist der, dass wir innerhalb einer Hausübung sehr wenige Beispiele geben. Also üblicherweise geben wir da maximal 4 Beispiele hinein. Die Hausübungen werden von dem zentralen Fragebogen gespeist. Der zentrale Fragebogen aus Mathematik ist für alle Lehrer sofort verwendbar. Man kann ihn individuell direkt den Pool aktivieren und kann ihn dann bei der Aktivität Test dann direkt einsetzen, indem man die Quizfragen, die im Pool gespeichert sind, zuordnet. Der Pool besteht aus ungefähr 3000 Beispielen, wobei jedes Beispiel ungefähr 100 Varianten hat. Eine Variante besteht eben aus unterschiedlichen Zahlen, aber auch aus unterschiedlichen Variablen. Wie funktioniert jetzt so eine Frage? Naja, der Schüler bekommt eine Frage präsentiert, in dem Fall geht es jetzt um lineare Funktion. Der Schüler kann ich jetzt das machen, in dem Fall ist gefordert, dass die gleichen linearen Funktionen aufgestellt wird. Schüler geht her, gibt die Funktion ein, klickt dann auf Prüfen und bekommt eine Rückmeldung, die ihm sagt, pass auf, die Lösung ist jetzt offensichtlich nicht ganz richtig, du hast eine falsche Antwort, die richtige Lösung lautet. Wir sagen immer, die essentiellste Sache an diesen interaktiven Trainingstools ist das Feedback. Ohne Feedback können die Schüler im Grunde davon nicht profitieren und nicht lernen. Das heißt, wir haben jetzt hier bei den Pool-Beispielen Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass natürlich die richtige Lösung ihm angezeigt wird. Da merkt man dann total oft, dass sie immer wieder zum Lehrer kommen und sagen, bitte, ich habe das ja richtig errechnet, da steht ja das Gleiche da. Nein, steht nicht das Gleiche da, weil es doch irgendwo ein Minus drinnen, das man so nicht sieht. Und dann ist zusätzlich noch ein Lösungsweg aufgeführt, wo man einfach das Ganze sich durchschauen kann, wo das noch einmal erklärt wird. Das heißt, in diesem Fall hat der Schüler die Möglichkeit, nachdem er die Hausübung das erste Mal gemacht hat, dass er seine Fehler findet und dann noch einmal rechnet. Zusätzlich ist dann in der Grafik oft auch noch genau erklärt, wo das Ganze jetzt abgemessen werden muss und so weiter und so fort. Das heißt, für uns besteht damit die Möglichkeit, dass wir innerhalb eines Kurses sehr viele Übungen geben, und diese Übungen auch für die Beurteilung heranziehen können. Möchte man das direkt verwenden, unser Ziel ist jetzt, dass wir das Ganze direkt verwenden, möchte man vielleicht noch ein paar wichtige Punkte mitgeben. Und zwar das Allerwichtigste, wenn ich eine Übung gebe oder eine Ausübung, eine Schulübung. Was ganz wichtig ist, ich darf maximal
darf maximal 4 Beispiele hineingeben. Warum? Wir haben gesehen, wenn die Kollegen diese Übungen oder diese interaktiven Trainingstools verwenden, es ist total cool, weil man einfach irrsinnig viel hineingeben kann, die Schüler sind überfordert. Ziel ist es, die Schüler sollen ein kleines Häppchen bekommen, das in einem zeitlich überschaubaren Rahmen absolviert werden kann. Und man muss das Ganze ja wiederholen können, damit man einfach sich verbessern kann, damit man es lernt. Dadurch lernen sie, sie setzen sich hin und vor allem sie fragen. Sie kommen zum Lehrer und fragen nach, warum ist das falsch, ich verstehe das nicht, da kommt immer was Falsches heraus, wo ist da das Problem? Das heißt, die Schüler sind dann motiviert, dass sie das Ganze richtig haben und sind dann stolz darauf, wenn sie ja können und zeigen kann. 4 Beispiele maximal ist wirklich wichtig. Das zweite ist dann, das Ganze muss auch überprüft werden. Überprüfung heißt, es muss irgendwie zum Motto dazu zählen. Wenn das Ganze nur so gemacht wird, dass Sie das einfach zum Üben für die Schularbeit machen, dann ist das zu wenig unmittelbar. Es gehört für die Schüler, es ist um die Note, es ist um die Ernährung, es gehört für die Schüler zur Note dazu. Und was auch noch wichtig ist, die Schüler wollen üben. Die Schüler wollen probieren, die wollen sich das Ganze aneignen. Ich brauche so diesen Hausübungen, wo das Ganze doch eingeschränkt ist. Ich brauche eine Übungsaktivität. Was ist eine Übungsaktivität? Eine Übungsaktivität besteht im Wesentlichen aus den gleichen Inhalten, die aber freiwillig gemacht werden können, ohne dass es irgendwie vom Lehrer angeschaut wird, dass da geschaut wird, wie viele Versuche haben sie gestartet und was ist da insgesamt dabei herauskommen. Damit wissen sie, sie können schauen, sie wissen, um was es geht, weil die Hausübungen selbst, in unserem Fall zumindest, so ist, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen hat. Der Columbo-Bund ist also so, sie wissen, was kommt, aber es kommen immer neue Beispiele. Und der Pool ist so aufgebaut, dass die Beispiele immer neu sind. Ich kann zusätzlich über diese Varianten noch Zufallsfragen geben aus einer Kategorie, da in jeder Kategorie die Beispiele immer vom gleichen Inhalt und gleichen Schwierigkeitsgrad sind. Das heißt, wir haben eine doppelte Randomisierung und stellen so sicher, dass nur wenn der Inhalt gekonnt wird, auch das Beispiel schnellstmöglich gelöst werden kann. Und schlussendlich bringt man es hin, dass die Schüler das ganz gut lernen. Julia. Jo. Für uns ist es so, dass wir mit der Angst der Schüler umgehen wollten. Die Angst, die wir alle so gut kennen, Angst vor Fehlern, Angst vor Beurteilung, vor Verurteilung, auch die Angst der Lehrer, zu viel korrigieren zu müssen. Man will ja den Schülern auch Möglichkeit bieten zu üben. Und diese Angst haben wir irgendwie in den Griff gekriegt. Wir sind mittlerweile eigentlich alle sehr glücklich damit. Wir ergänzen bzw. wir bearbeiten diese Angst mit der blauen Glühbirne, die gleich viel freundlicher ist, mit EduVidual.at. Gut, Dankeschön. Danke sehr. Ich habe es, glaube ich, ziemlich genau von der Zeit her. Ja, überhaupt nicht am Anfang. Eine totale Punktlandung. Ja. Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank. Es gibt im Chat eine Frage, und zwar, ob die Lösung eine Musterlösung ist, die angezeigt wird, oder ob genau die Zahlen angezeigt werden, die die Aufgabe betrifft. Also werden genau die Zahlen angezeigt, die die Aufgabe betrifft. Gibt es gerne noch eine Frage? Das heißt, es wird hier wirklich, also die Lösung ist natürlich die individuelle Lösung, aber auch die Schritte, die hier aufgeführt sind, sind die individuellen Schritte. Das heißt, da ist wirklich konkret das K ausgerechnet worden durch diese konkreten, also minus 100 und minus 2, die hier herausgerechnet worden sind. Das heißt, wirklich, es ist alles individuell für diese Version des Beispiels hier hinterlegt. Gibt es vielleicht noch eine andere Frage aus dem Plenum?
Weil meine Frage wäre dann noch, ob die Schülerinnen und Schüler dann immer unterschiedliche Beispiele bekommen oder ob dann bei der Aufgabe, wenn ich ein Beispiel auswähle, dieses Beispiel alle bekommen nur in einer anderen Reihenfolge oder bekommen alle immer andere Zahlen? Ja, nein, es ist zum einen eine unterschiedliche Reihenfolge drinnen, zum anderen bekommt wirklich jeder Schüler andere Beispiele. Also selbst wenn sie das gleiche Beispiel bekommen mit anderen Zahlen, das heißt, sie müssen es wirklich selbst machen, sie können nicht einfach abschreiben, sondern sie müssen es für ihre Zahlen, für ihre Werte selbst berechnen. Und auf das genau, sie können es gemeinsam überlegen. Das heißt, es ist ja erwünscht, dass die Schüler zusammenarbeiten, sich das gegenseitig erklären und dadurch beschäftigt man sich eigentlich viel stärker mit der Materie, als wenn nur von einem Löser abgeschrieben wird. Wir machen es ja sogar so, dass wir eben die Hausübungen kürzer wählen. Wie gesagt, nie mehr als vier Beispiele, weil das überfordert die Schüler. Wir wollen aber, dass sie es öfter machen. Das heißt, sie bekommen drei Versuche freigeschaltet, was zuerst brutal klingt. Nein, sie kriegen nicht die gleichen Beispiele. Sie haben jedes Mal eine andere Zusammensetzung von den Beispielen mit anderen Zahlen. Das heißt, sie üben dann wirklich. Und sie sind motiviert, okay, beim ersten Mal schauen sie es an. Dann kommen sie in den Unterricht, stellen Fragen, falls sie es nicht dann so zusammengebracht haben, wie sie es gerne hätten und können dann noch einmal und sogar ein drittes Mal das Gleiche probieren. Wie gesagt, jedes Mal andere Beispiele, aber es motiviert sie sehr. Sie sagen, jetzt habe ich da wieder eins falsch, jetzt möchte ich es noch einmal rechnen und auf diese Art und Weise bringen wir sie dazu, dass sie immer wieder laufend üben und die Resultate sind eigentlich wirklich sehenswert, muss ich sagen. Aus Erfahrung. Der Herr Egger hat noch eine Frage, und zwar ist die Arbeit mit Technologie vorgesehen? Unterschiedlich. Also je nach die Beispiele sind die klassischen Beispiele, die man auch im Mathematikbuch findet. Und zum Teil ist eben Technologie vorgesehen, sind aber das Beispiel Design bzw. die Wahl der Zufallszahlen so, dass eben, wenn es notwendig ist, auch wirklich schöne Lösungen herauskommen, die leicht händisch zu bewerkstelligen sind oder mal mit einem kleinen Taschenrechner. Die Margit Pollek würde noch gerne wissen, wie lange diese Schulübungsphase je Stunde dauert. Sie nimmt an, dass es auch Inputs von neuem Stoff gibt. Natürlich. Also wir haben bei uns schon das Ganze so aus. Wir haben 2 Stunden in der HLW und wir machen so im Schnitt 2 von 3 Unterrichtseinheiten, machen wir Stundenwiederholung und diese Stunden. Also nicht 2 von 3 Stunden, sondern... Und 2 von 3 Wochen, es ist ganz einfach, es gibt immer eine Woche, wo nichts ist, wo dann eine alte Hausübungsstundenwiederholung kommt, mit nochmals oft reduziertem Umfang in einer Dauer von ungefähr einer Viertelstunde. Maximal. Und werden neue Inhalte dann eher im Frontalunterricht gemacht oder ist das in diesem Kurs mit einbezogen, via Flipped Classroom oder sonstige Dinge? Oder wird das von der Lehrperson gemacht? Das kommt darauf an, also wir sehen das, danke für das Stichwort, das, was wir eigentlich transportieren wollen, auch mit unserem Vortrag hier ist, die Technologie darf uns nie ersetzen, sondern darf uns nur unterstützen, uns als Lehrer, damit wir freigespielt werden und uns wirklich um die Schüler kümmern können. Ja? Es muss jetzt nicht unbedingt alles im Frontalunterricht ablaufen. Natürlich gibt es Erklärungssequenzen, die frontal ablaufen, aber wir lassen die Schüler auch selbst ausprobieren und gehen dann wirklich zu den Schülern, die Fragen haben. Manche sind ja relativ schnell, andere brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und durch dieses System schaffen wir es, dass die Schüler weiterarbeiten können, die einfach schneller sind. Und die uns brauchen, für die haben wir dann wirklich mehr Zeit. Also Eduvidual hilft uns, Individualisierung endlich so zu leben, wie man sich es eigentlich vorstellt. Wir sind wirklich vor Ort, wir sind bei den Schülern. Der Vorteil, den wir aber auf der anderen Seite hatten, jetzt gerade im vergangenen Jahr mit den ganzen Lockdowns und Umstellung auf Distance Learning, es ist bei uns sehr unaufgeregt abgelaufen. Die Schüler waren das Programm ja gewohnt, sie kennen das und wir haben alle Situationen gehabt. Wir haben die Situation gehabt, wir sind alle präsent. Wir haben Situation gehabt, wir sind alle zu Hause. Wir haben die Situation gehabt, ein Teil der Klasse ist da, der andere zu Hause. Der Lehrer ist da, die Schüler zu Hause, die Schüler sind da, der Lehrer zu Hause, also alles, was man sich vorstellen kann. Aber es läuft gleich dahin. Wir sehen uns halt für die Frontalgeschichten oder für die Gruppenarbeit über Video. Alles andere können sie selbstständig machen und natürlich sind wir da mehr denn je, muss ich eigentlich sagen. Ja, dann vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in euren Unterricht. Vielen herzlichen Dank. Ich werde mal die Aufzeichnung beenden.